Weil Telemedizin hilft, dass wir im Grunde genommen Strecken überwinden können. Wir brauchen Zeit für die Menschen und wir können uns aber die ein oder andere Fahrzeit ersparen. Und das ist gerade für den ländlichen Raum natürlich ein großer Vorteil. Und deswegen müssen wir die Digitalisierung für den ländlichen Raum nutzen. Und gleichzeitig, wenn es um demografische Entwicklungen geht, ist für mich die Digitalisierung wirklich auch nochmal zukunftsweisend. Mit der Online-Sprechstunde geht es darum, dass wir im Grunde genommen, klar, Arzt und Patientenkontakt soll weiter da sein, aber wenn es vielleicht mal eine kurze Frage geht, wenn es eben darum geht, dass man vielleicht auch im Seniorenheim liegt, die Pflegekraft eine Frage an den Arzt hat oder wenn man noch zu Hause ist und unsicher ist, weil man vielleicht eine Tablette vergessen hat, was soll man jetzt tun? Und dann besteht die Möglichkeit, dass eben der Arzt einerseits zum Beispiel im Pflegeheim in die Pflegeakte hineinschauen kann, dadurch auch weiß, was war die letzten Tage los gewesen, wie hat sich das Gewicht entwickelt, wie war die Fieberkurve gewesen, das auf einen Blick eben mitverfolgen kann und andererseits auch gleich einen Blick auch auf den Patienten werfen kann, ohne jetzt direkt hinfahren zu müssen. Wenn es notwendig ist, wird er selbstverständlich auch weiterhin den Hausbesuch machen und vor Ort sein, aber er hat auch die Möglichkeit, einen schnellen Einblick zu bekommen von seiner Praxis aus und gleich reagieren zu können, ist für die Pflegekraft, denke ich, ganz wichtig, für den Patienten, für den Bewohner und gleichzeitig für den Arzt. Alle Beteiligten haben Vorteile.